Das Jahr ist fast zu Ende und wie sich das für eine gute Gaming-Redaktion gehört, resümieren wir natürlich über die Spiele, die dieses Jahr so erschienen sind. Ich bin Sebastian und das sind meine Top 3. Platz 3. Platz 3 ist für mich dieses Jahr What Remains of Edith Finch und die Entscheidung fiel mir nicht so richtig leicht, weil da auch noch ein anderes Spiel herumgeisterte, was ich eigentlich extrem gut fand, und zwar Persona 5. Ich habe die mal gegenübergestellt und habe mich gefragt, okay, welches Spiel bleibt mir am Ende dann wirklich lange in Erinnerung? What Remains of Edith Finch dauert so seine 2 bis 3 Stunden, Persona 5 100 Stunden und noch weit mehr. Das Problem ist so ein bisschen, Persona 5 erschöpft sich irgendwann. What Remains of Edith Finch wiederum habe ich in einem Rutsch durchgespielt. Und vor allen Dingen, mir ist extrem viel davon in Erinnerung geblieben. Es ist eigentlich ein Walking Simulator, was immer so ein bisschen abschätzig so genannt wird, weil man eigentlich hauptsächlich nur rumläuft und Sachen entdeckt, erkundet und eine Geschichte erlebt. Aber What Remains of Edith Finch hat einfach noch ein bisschen mehr gemacht. Also es ist, was die Spielweise angeht, ein bisschen lebendiger. Du erlebst kleine Geschichten einer Familie und jedes Mal hast du ein anderes Gameplay-Element. Und das, finde ich, hat so bis jetzt noch kein Walking Simulator gemacht. Und keine Ahnung, ganz viele Momente, sei es die Fischschlachtbank, während der man auch gleichzeitig noch ein MMORPG spielt, sei es der Hai, der irgendeinen Abhang hinunterkullert oder das planschende Baby, das irgendwann untergeht. Es ist super weird, aber auch gerade deshalb ein ganz besonderes Spiel. Platz 2. Platz 2 ist für mich dieses Jahr Resident Evil 7. Das hat mich wahnsinnig überrascht. Ich bin ein großer Resident Evil-Fan, habe aber so in den letzten Jahren diese Liebe immer mehr verloren. Und Resident Evil 7 hat all das wieder umgekrempelt. Es sieht im ersten Moment nicht aus wie ein Resident Evil-Spiel, aber wenn man erst einmal eintaucht, merkt man, wie krass die Parallelen eigentlich sind. Für mich hat es sich angefühlt wie ein Resident Evil 1, nur dass man es halt aus der Ego-Perspektive spielt. Und die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, ist unglaublich gut. Also ich glaube, ich hatte lange nicht mehr in einem Horrorspiel so viel Angst. Das Kunststück, das Resident Evil dabei aber auch noch gelingt, ist, dass du nicht nur ein verfolgter Protagonist bist, der sich nicht wehren kann, sondern du hast auch noch Waffen. Und das ist eigentlich immer so ein Ding, wo sich Entwickler drüber streiten, dass man wehrlos sein muss. Aber Resident Evil 7 zeigt, dass es halt nicht so ist. Resident Evil 7 baut das als ganz besonderes Element ein, weil man halt auch immer besser wird und sich immer besser gegen diese Schrecken, die da herumlaufen, wehren kann. Und trotzdem habe ich Angst. Und das ist ein ganz besonderes Kunststück, dass so Resident Evil 7 ganz allein dieses Jahr gelungen ist. Platz 1. Mein Platz 1 dieses Jahr ist ganz klar Breath of the Wild. Das hat einfach alles weggeballert, was dieses Jahr noch so erschienen ist. Generell hat Nintendo einen richtig guten Lauf mit der Switch. Sie haben jetzt bewiesen, dass sie es noch drauf haben. Und nicht nur die Konsole hat sich mittlerweile etabliert, sondern auch wieder die Spiele. Und das auf eine Art und Weise, die ich so von Nintendo nicht erwartet hätte. Nintendo hatte so ein bisschen das Problem, dass sie halt immer und immer wieder die gleichen Marken wiedercoinen. Das weckt manchmal so ein bisschen diese Gefühle an das gute alte damals. Aber sie haben das immer nur so ganz, ganz seicht weiterentwickelt. Und dieses Mal haben sie halt wirklich einen Cut gemacht, sowohl bei Mario Odyssey als auch bei Zelda. Das ist einfach ein völlig anderes Spiel. Es ist eigentlich ein Open-World-Spiel, aber man kann es trotzdem mit nichts vergleichen. Und das, obwohl nur kleine Stellschrauben verstellt wurden. Ihr habt nicht nur eine große Welt, sondern diese Welt ist da, damit ihr sie erkundet. Und im Gegensatz zu einem Assassin's Creed oder sowas, die euch mit irgendwelchen Icons vollballern und euch sagen, ey, da musst du hin und da musst du hin und da gibt's noch was Interessantes zu sehen, bin ich bei Zelda einfach der, der ein Abenteuer erleben darf und der sie sich auch selber schafft. Und das ist etwas, was, glaube ich, kein Spiel in einer ganzen, ganzen Weile geschafft hat. Also da kann man, glaube ich, also mir fällt wirklich gar keins ein, was einem so viele Freiheiten bietet, dabei aber auch gleichzeitig noch so stringent ist und mich so viel erkunden lässt und das immer spannend macht. Auch wenn ich eine klare Quest habe, kann ich halt wirklich jederzeit nach links und rechts und nach oben und nach unten gehen und ich entdecke immer irgendetwas. Auch die Geschichte an sich fand ich super faszinierend. Es ist zwar eigentlich im Kern immer noch irgendwie das Gleiche, es ist immer noch Link und Zelda und hast du nicht gesehen, aber es remixt auch das. Es ist halt eine Welt nach dem Untergang und du musst langsam herausfinden, woran es eigentlich liegt. Und dass mich ein Zelda geschichtlich fesselt, das ist halt auch schon eine ganze, ganze Weile her. Also für mich ganz klar, Breath of the Wild, eines der besten Spiele, wenn nicht nur überhaupt, auf jeden Fall in diesem Jahr.